So, und jetzt, hallo ihr Lieben, das ist jetzt ein weiterer Potsdam-Vlog aus dem Parc Sanssouci. Jetzt nehme ich euch an einen Ort mit der Stille. Einen Ort der Stille. Und zwar die Friedenskirche. Unten in den Katakomben der Friedenskirche liegen die Gebeine des alten Fritz übrigens. Nach der Wende sind die hergeschafft worden. Die Friedenskirche ist eine evangelische Kirche, eine sehr schöne, simple, wie das für die Evangelien typisch ist, also ohne Prunk und Tralala, also eine sehr simple, schöne Kirche. Sie wird gerade wieder mal restauriert in Potsdam, obwohl es Weltkulturerbe ist. Es sind immer die Kassen leer, leider ist es so. Und in dieser Kirche, damals schon zu Ostzeiten, wurde auch gedreht, da wurden internationale Filmproduktionen abgedreht, zum Beispiel damals Robert Schumann. Ich glaube, die Frühlingssinfonie war das. Das waren noch, wie gesagt, zu Ostzeiten, und das spielte damals der junge Herbert Grönemeyer und Nastassja Kinski, also Robert Schumann und Clara Schumann. Ein fantastischer Film, und der wurde hier, in den 80ern war das, hier haben die geheiratet. So, und das ist nun der Jesus Superstar hier, für mich der schönste Jesus überhaupt. Und finde ich, also der Coco Avado ist auch hübsch, aber der hier, der hat ein besonders schönes Gesicht. Das ist dem Bildhauer sehr gut gelungen. Ich versuche das jetzt mal hier so ranzuzoomen. Ach naja, wartet mal, wieder gegen die Sonne. Schwierig, ne? Doch, es geht. So. Und also wie gesagt, ist hier Baustelle schon seit einem Jahr ungefähr. Hier stehen normalerweise immer Blümchen. Und das ist auch ein sehr schönes Ensemble, hier die Kirche dazu. Und ich habe mich in als junges Mädchen oft sehr gerne aufgehalten, zum Lesen zum Beispiel, wenn man hier gesessen hat. Ich kam mir davor wie in Italien. Guckt euch das doch mal an. Potsdam ist so sehr italienisch geprägt durch die vielen Sandsteinbauten. Dann hat man hier zwischen irgendwo gesessen und hat mit einer Freundin gequatscht, ein Gläschen Wein getrunken oder hat gelesen. Es war ein schöner Ort. Ich habe immer das Gefühl gehabt damals, wenn ich in den Park gegangen bin, dass ich diesem grauen Alltag, diesem tristen Alltag, dieser Tristesse der DDR entfliehen konnte und habe mich in eine andere Welt begeben, in dieses Sanssouci, in dieses... Also, ne, und das war auch nicht so touristisch besucht, wie das heute ist. Aber das war mein Universum. Damals dieser Park. Dieser riesige Park, der ist, die Hauptallee ist ungefähr 3 Kilometer lang. Von Obelisk bis zum Neuen Palais, und rechts und links gehen jeweils die Schlösser ab. Und jetzt zeige ich euch noch was Interessantes. Das ist auch nur so ein Kindheitsding. Und zwar ist es ein Springbrunnen. Dieser Springbrunnen war damals Ostzeiten, der war, ich glaube, der Marmor war schwarz, ne? Der Marmor war schwarz, und jetzt ist er natürlich schön restauriert. Aber was ich euch zeigen möchte, ist Folgendes. Ich fällt mir jetzt nicht die Kamera da rein. Und zwar möchte ich euch meine Zauberwunderschnecke zeigen. Die Zauberwunderschnecke. Und zwar ist das die, seht ihr? Diese Schnecke. Und das hieß der Legende zufolge mit den verschlossenen Augen, der Form der Schnecke nach, die sich etwas wünschen. Und dann geht es in Erfüllung. So. Es ist vieles in Erfüllung gegangen, auch vieles nicht. Aber man hat ja so seine kleinen Rituale und seine mystischen. Das ist übrigens auch ein sehr schöner Brunnen. Ich sag nur, es ist Kleinitalien hier. Ja. So. Jetzt gehe ich mit euch aus dem Park raus und werde mich ins Getümmel stürzen. Potsdam ist nämlich voll. Voll Touristen, voll Busse, Touristen, alles. Also ob das Schulklassen sind oder Asiaten oder Spanier oder viele Busreisen, auch so, also Rentner von deutschen Reiseunternehmen. Und ich werde jetzt in mein Lieblings
Restaurant gehen, zu dem Matthias. Der macht ein fantastisches Essen. Und da werde ich jetzt gleich was ganz Tolles essen. Ich werde jetzt den Rundgang beenden. Und zwar am Ausgang des Parks. Ich hoffe, ich komme hier raus. Ja, hier ist ein Schild. Wartet mal, ich werde schon rauskommen. Hier stehen auch wieder zwei Engelchen. Alles stark bewacht hier. Ach, das Mitführen von Fahrrädern, nö, ist ganz viel verboten. Aber es ist auch okay. So, ich komme hier, glaube ich, raus. So. Gehe ich mal hier raus. Und zeige euch nochmal dieses goldene, das grün-goldene Tor. Das ist jetzt hier der Eingang. Dann haben wir die schöne Kastanienallee. So. Ja, also. Fini!